Hallo Leute, der Sorero hier. Assassin's Creed Odyssey, das Schicksal von Atlantis. Ich bin in der Wunderwelt und ihr seht hier schon, hier war schon richtig was los. Mir ist leider das Spiel abgestürzt und damit auch die Aufnahme war damit auch nicht brauchbar. Ich war ein bisschen unterwegs, bin dann hier in den Palast des Hades hoch und habe hier die Aufgabe, den Palast gegen entflohene Gefangene zu verteidigen. Dann gab es eine Zwischensequenz und dann ist mir das Spiel abgestürzt. Die Zwischensequenz kommt noch. Wir sind jetzt quasi so ein Stück davor wieder eingestiegen. Und ich habe mir ein Tier gezähmt, ein Hund oder was auch immer. Ja, schön, dass du mit dabei bist. Ich hoffe, es gefällt dir. Ich freue mich natürlich wie immer über jedes Like und jeden Kommentar. Unser Held. Genau. Und genau, gerne auch einen Kommentar da lassen und wenn es dir gefällt und du keine Folge verpassen willst und mir helfen willst, dass mein Kanal wächst, würde ich mich sehr über ein Like freuen. So, jetzt geht's aber hier weiter. Hier können wir einen Schleichangriff machen. Da haben wir gleich einen weniger. Hier müssen wir einfach ein paar Leute einfach nur erledigen. Die Wachen hier können aber tatsächlich was. Also das ist nicht so wie sonst. Na, hä? Ist nicht so wie sonst, dass du das Gefühl hast, hier stehen ein Haufen Wachen rum und die machen genau gar nichts. Gehen tun. Wow. Warum ist denn die jetzt nicht ausgewichen? Und? Ja. So, und jetzt kommt die Zwischensequenz. Ich hoffe, dass jetzt nicht wieder das Spiel abkackt. Cassandra? Ich traue meinen Augen nicht. Epeno. Die Mäuren zeigen also doch noch Gnade. Oh, Söldnerin, wie ich darauf gewartet habe, dich zu sehen. Lustig. Du bist der Letzte, den ich gerade sehen will. Das verstehe ich. Wir gingen nicht gerade freundschaftlich auseinander. Ich sollte meinen Vater töten und dann wolltest du mich töten. Was mir jetzt auch leid tut. Sehr leid. Dass die Unterwelt nun so im Chaos versinkt, hat mir vor Augen geführt, wie falsch das war. Glaubst du ernsthaft, ich könnte dir noch glauben, nach allem, was du getan hast? Malaka! Ich bin nicht mehr der Mann, der ich einmal war. Wirklich, ich kann es beweisen. Was für ein Chaos! Elpenor, ich erwarte, dass hier aufgeräumt wird. Selbstverständlich, Hades. Und wenn du schon dabei bist, kannst du dir eine dauerhafte Lösung für die Angriffe des Hökers überlegen. Der Höker ist auch hier? Er ist dem Tartarus entflohen. Er setzt die Arbeit des Kults fort und rekrutiert andere entflohene Gefangene, die durch die Risse kommen. Ich habe sie gesehen. Die verstehen es zu kämpfen. Wir haben einen von ihnen gefangen, aber er will uns nicht verraten, wo der Höker sich versteckt. Vielleicht sollten wir ihm drohen. Wie kommst du darauf, dass ich dir helfe? Ich habe einen guten Draht zu Hades. Du brauchst ihn, um mehr über den Stab zu erfahren. Wenn du mir hilfst, hilfst du auch Hades und das wird er zu schätzen wissen. Und ich natürlich auch. Na gut. Aber ich mache das nur für mich. Okay. Bei Zeus, nicht du schon wieder, Elpenor. Ich habe genug von deinem rückgratlosen Getue gehört, dass es für zwei Leben reicht. Dann sind wir wohl Gleichgesinnte. Ich kann Elpenor auch nicht ausstehen. Ihr zwei scheint mir freundschaftlich zugeneigt. Ich bin dafür verantwortlich, dass er überhaupt hier unten ist. Er verrät den Höker und seine Sache. Wenn du mir sagst, wo der Höker sich versteckt, liefere ich ihm Elpenor höchstpersönlich aus. Ja, ja, ist ja gut. Wenn ihr dann die Klappe haltet, er versteckt sich im verlorenen Tempel der Nyx. Ihr habt ohnehin keine Chance gegen ihn. Höchst interessant. Ich verfolge den Höker, seit die Risse aufgetaucht sind. Aber es gibt ein Problem. Der verlorene Tempel der Nyx ist hinter dem Schleier.
Im Schleier? Seit Kerberos tot ist, hat er sich in die Unterwelt ausgeweitet. Der Schleier des Tartaros wurde erschaffen, um lebende Sterbliche fernzuhalten, damit nur die Unrettbaren das Gefängnis der Niederträchtigen betreten können. Dann wirst du ja kein Problem haben, hineinzukommen. Aber Charon sagte, ich bräuchte eine Rüstung. Ja, die Rüstung der Gefallenen. Du hast Glück, ich kann dir helfen. So können wir zusammen das Versteck des Hökers infiltrieren. Du willst also, dass wir das Versteck zusammenstürmen? So ist es. Seite an Seite mit der Adlerlegende kämpfen. Wer würde das nicht wollen? Außerdem kann ich dir so beweisen, dass ich mich wirklich verändert habe. Charon hat mir bereits gesagt, dass 4 der Rüstungsteile von den Gefallenen bewacht werden. Aber dass die Kampfhandschuhe als verschollen gelten. Charon verwechselt gern verschollen mit verlegt. Keine Sorge, ich helfe dir, die Kampfhandschuhe zu finden. Wir treffen uns bei der Schatzkammer des Kronos. Ich trau dem nicht, ganz ehrlich. Okay, so, das war jedenfalls der Palast des Hades. Und, ich wollte eigentlich nur hier hochkommen. Machen wir neue Quest, wo man das ist, um die Schnellreise, den Schnellreisepunkt freizuschalten, den es hier gibt. Und der ist da. Und eigentlich hatte ich hier unten eine Quest am, hier an dem See. Und da wusste ich dann ehrlich gesagt nicht, wo ich hin musste. Das machen wir aber vielleicht auch noch, oder ich mache es im Off, mal sehen. Da soll ich irgendein Mädchen finden. Der Schnellreisepunkt ist da. Wir gucken mal, wie wir da am sinnvollsten hinkommen. Hier hochkommen. Ich hoffe mal. Schupp. Und schupp. Und schupp. Und schupp. Ja. Genau. Da vorne ist der Schnellreisepunkt. Das war das, was ich eigentlich machen wollte. Und dann gab es hier dieses Chaos, was wir beseitigen mussten mit Absturz. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte schon sehr lange keinen Absturz mehr von Assassin's Creed Odyssey. Das ist tatsächlich was, was mir sehr positiv aufgefallen ist. Wo muss ich jetzt hin? Ich dachte hier hoch, oder? Ja, synchronisieren. So. Sieht einfach nur trostlos aus. Echt trostlos. Aber gut, so ist es. Wäre auch blöder, wenn es hier so richtig schön und toll und nett aussieht. Das will man ja nicht. So, wir müssen da drüben irgendwo hin. Na denn. Machen wir uns mal auf den Weg. Irgendwo quer durch. Guten Tag. Hopp. Ja, das hat nicht ganz funktioniert, wie gedacht. Solange ich aber nach unten muss, nehmen wir einfach den Weg nach unten. Hopp. Dass das einigermaßen richtig ist jetzt. Schump, hier lang. Ihr braucht das nicht mehr. Aber was das hier ist, weiß ich auch nicht. Da unten muss ich hin. Okay. Juhu. Und juhu. Schatzkammer des Kronos. Das Loch fallen wir lieber nicht. Ach, ich wollte eigentlich eine Fackel anzünden. Reden. Cassandra, schön, dass du da bist. Fast wäre ich nicht gekommen.
Ich werde dein Vertrauen zurückgewinnen. Wir können gleich beginnen. Diese Tür führt uns zur Schatzkammer des Kronos, wo sich die besagten Kampfhandschuhe befinden. Ich habe hier den Schlüssel. Wenn ich dir vertrauen soll, musst du mir die Wahrheit sagen. Warum hast du diesen Schlüssel? Hades hat mich einst die Schatzkammer aufräumen lassen. Und du putzt regelmäßig bei Hades? Ich erledige nur ab und an Kleinigkeiten für ihn, das ist alles. Er ist sozusagen mein Mentor. Hades erscheint mir nicht gerade wie ein typischer Mentor. Es gibt vieles über Hades, das du nicht verstehst. Titanen zu bestehlen, kommt mir unklug vor. Sie sind vor langer Zeit gefallen. Wir können ihre Werkzeuge bedenkenlos gegen den Höker einsetzen. Ich brauche okay. Die Kampfhandschuhe, wenn wir den Höker fangen wollen. Genau das denke ich auch. Ich biete dir meine Hilfe an, um dich durch die Schatzkammer zu geleiten. Bring wir es einfach hinter uns. Selbstverständlich, Söldling. Was immer du brauchst. Söldling? Nein, ich trau dem nicht. Ach, hier hilft selbst. Richtig. Diese Höhle wird regelmäßig von den Gefangenen des Tartaros angegriffen. Boah. Ich seh nix. Ey, es ist zu dunkel hier. So dunkel da drin? Ich sehe den überhaupt nicht. Boah! Ist der schnell. Krass, ey. Schafft man ja nicht mal alles ausweichen. Und? Weg. Man sieht echt nix. Was ist denn jetzt der Gegner? Boah. Oh. Der hat dreimal zugestoßen, bevor ich es schaffe, auszuweichen. Das ist echt krass. Rostiger Stab. Hier drin ist es so dunkel. Man sieht hier echt nichts. Also in diesem Zwischenvorraum auf jeden Fall. Hier ist ein bisschen heller. Sieht aus, als könnte man diesen Weg von der anderen Seite freiräumen. Das heißt, ich muss erstmal einen Weg zur anderen Seite finden. Es ist echt duster hier. Selbst die Fackel hilft hier kaum. Oh, was ist das denn? Kugeln des Hades. Okay. Interessant. Vielleicht tue ich das. Vielleicht aber auch nicht. Ich werde mal in mich gehen, sobald ich dort bin. Super. Das sieht doch toll aus hier. Also ich könnte nach da gehen. Schlangen. Schon klar. Noch mehr Viecher irgendwo? Bring mal bitte. Eine Truhe. Na, hoch kommt man nicht. Hopp. Und die
übliche Schlange davor. So. Komme ich jetzt hier irgendwie weiter oder muss ich? Ich muss zurück, oder? Aber da komme ich nicht. Komme ich da rüber? Hä? Warte mal kurz. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Sprung schaffe. Aber da oben lang komme ich auch nicht. Doch, vielleicht muss ich hoch. Nee, da will sie nicht springen. Ah, geht. Okay, dann war das hier nur für die... Nur für die Truhe der Weg hier rüber? Na gut. So. Und spring. Und spring. Mal gucken, wo es hier weitergeht. Pinot zurücklässt, wird er zornig. Nehmen wir ihn mit. Rührt sich nicht. Denn Elpenor? So. Suchen. Bin ich jetzt auf dem Weg zu Elpenor oder zu den Kampfhandschuhen? Ich weiß es echt nicht. Ich glaube Elpenor. Gut gemacht. Und jetzt räum den Weg frei, damit ich dir folgen kann. Sehr gut. Dann also auf zur Schatzkammer. So, dann. Und wie ist es so, für den Gott der Toten zu arbeiten? Willst du das wirklich wissen? Und ob? All diese Mythen und Geschichten werden Hades nicht gerecht. Er ist gerissen. Er inspiriert. Er ist ein wahrer Meister des Lebens und des Todes. Alles, was ich selbst gerne sein möchte. Okay, super. Ich will mal da reingucken, weil da scheint es ein besseres Item, ein gutes Item zu geben. Irgendeine Truhe. Und natürlich die obligatorische Schlange. Na ja, gut, so gut ist das Item jetzt auch nicht. Weiter geht's. Ich kann mal gucken. Da hat er mir nämlich was Blau angezeigt. Genau, das war's. Und hier lang.
Hier lang. Schön außen rum. Gucken wir auch noch einmal rein. Das ist auch so ein blaues Item und die obligatorische Schlange. Ja. Das Plündern haben wir gemacht. Super. Jetzt müssen wir nur noch die Handschuhe finden. Und das ist hier. So. Was ist das hier? Die Schatzkammer des Kronos. Kronos hat hier all seine weltlichen Besitztümer verstaut. Weit weg von den Söhnen, die ihm als sein Verderben prophezeit wurden. Als Kind habe ich diese Geschichte geliebt. Alle Mythen, Geschichten und Epen, die sich von Generation zu Generation weitererzählt wurden, waren schon immer real. Und jetzt mischen wir zusammen unter den Göttern mit. Suchen wir einfach diese Kampfhandschuhe. Hier drüben. Diese Kampfhandschuhe werden mich durch den Schleier bringen. Danke für die Hilfe. Natürlich, gerne doch. Gut. Verschwinden wir von hier. Wir ergänzen uns perfekt. Wir treffen uns am verlorenen Tempel der Nyx. Bereit bist, es mit dem Höcker aufzunehmen. Okay. Level 58. Nett. So. Schatzkammer des Kronos. Sieht interessant aus. Das hängt hier irgendwie verkehrt rum an der Decke. Na gut. Ich glaube, Geldsorgen mache ich mir gerade nicht. Und ich glaube, wir können ja auch eine Schnellreise rausmachen. Hier gibt es noch was. Ich werde jetzt auch erstmal Schluss machen. Okay, das ist das. Ja, finde das verlorene Kind. Genau, das war das, was ich gemacht hatte. Es wurde in der Mitte der verbrannten Ländereien gesehen. Das ist ja hier. Die Mitte ist hier. Schlangen häuten sich, das ist da. Aber wo ist der Gang der... Ach, da ist der Gang der Seelen. Da muss ich hin, okay. Von da ist weit. Von da ist auch weit. Gehen wir mal dahin. Gang der Seelen. Ich werde das im Off machen. Ich werde mich noch ein bisschen rumgucken. Ich muss ja auch noch die anderen Teile der Rüstung finden. Und das wird... Ja, mal gucken. Ich weiß nämlich überhaupt nicht, wo die sind. Schupp. Ich glaube nur, dass ich hier relativ gut... runterkomme. So, und ich muss dahin. Und ich danke schon mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, das Spiel ist mir einmal abgestürzt. Das ist schon... ewig nicht mehr gemacht. Und von daher, wow, das ist eine lange Rutsche. Krass, Stunden später. Genau. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich glaube, das ist mit dem Gang der Seelen und dem Kind. Ich weiß nicht, ob das zu diesem Hauptquest dazu gehört. Wenn ich irgendwie in die Nähe eines dieser Teile komme, dann melde ich mich bei euch. Dann machen wir das zusammen. Aber sonst mache ich das jetzt erstmal ein bisschen alleine. Guck mich hier mal um. Ich muss auch mal rausfinden, wo ich genau da jetzt hin muss, weil nicht immer ist der gerade Weg der richtige. Hier lang. Und dann irgendwie da. Kommt man da durch? Ja. Okay, das mache ich mir auf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann, Leute.